Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, heute möchte ich euch, wie versprochen, das Hobonichi Flip Through durch den März zeigen, denn ja, tatsächlich haben wir schon das erste Quartal in diesem Planer voll. Ich finde es ein bisschen unglaublich, aber ja, ich würde sagen, lasst uns starten. Ich habe mir jetzt natürlich nicht markiert, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich glaube hier. So, bin ich im Bild? Jawohl. Genau, also das ist die KW9. Und ja, da habe ich mich so ein bisschen von dem lieben Moritz inspirieren lassen. Dem hatte ich nämlich da ein Sample von diesem Tape geschickt und er hatte das in irgendeiner Wochendeko benutzt, diese Bilderrahmen. Und ja, das habe ich dann einfach auch mal gemacht. Genau, von daher eigentlich jetzt nicht so spektakulär. Ja, diese Woche haben wir gemeinsam dekoriert. Ich finde die immer noch sehr, sehr cool. Ich habe so zwei, drei Sachen im Nachhinein hinterher irgendwie noch umgeklebt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr im Einzelnen, welche das waren. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht und ich finde die im Nachhinein immer noch richtig toll. Auch, dass sie so voll aussieht und so, das gefällt mir richtig gut mit diesem Tape hier unten. Ja, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, noch die ein oder andere Woche auch in einem ähnlichen Schema irgendwie zu dekorieren, aber ja, hat bisher nicht geklappt. Oder ja, weiß ich auch nicht. Ich habe es halt irgendwie momentan einfach nicht gemacht. Vielleicht hole ich das irgendwann mal noch nach. Die hier ist recht, ja, unspektakulär. Hier kleben einfach nur zwei Sticker drin. Da kam die Kaffee-Analog-Bestellung an und ja, dieses Mädel hat mir irgendwie gut gefallen. Und ja, ansonsten ist es jetzt hier auch nicht so wahnsinnig spektakulär. Und ja, das setzt sich jetzt eigentlich so fort. Also ich habe jetzt irgendwie seit Mitte März aufgehört, hier zu dekorieren, weil ja irgendwie mangels Zeit und sowas ist das dann hier so ein bisschen ausgeblieben. Hier ist ein Krümel auf der Seite. Ja. Und die nächste Seite sieht ähnlich unspektakulär aus. Also ich habe jetzt wirklich nur eingetragen und ja, ist wie es ist, würde ich sagen. Ne? Okay. Von daher lasst uns mit den Dailies weitermachen. Ich hatte euch ja die letzten beiden Seiten aus dem Februar unterschlagen. Und das sind diese beiden. Und ja, die mag ich sehr, sehr gerne, diese Doppelseite. Auch wenn die thematisch halt gar nichts mit dem zu tun hat, was so los war. Das hier ist ein Bild, was ich mir von Instagram abgeguckt habe, aus einem Reel. Das, ja, da gab es halt so eine Anleitung, wie man das malt, und dann habe ich das abgemalt und ich finde, es ist tatsächlich ziemlich cool geworden. Ja, also falls jemand diese Anleitung haben will, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man Reels verlinken kann. Wahrscheinlich nicht. Also, falls jemand diese Anleitung haben will, dann schreibt mir eine Nachricht, dann kann ich euch das vielleicht irgendwie schicken, falls ich das hinkriege. Keine Ahnung. Ja, genau. Ja, es folgt der März und hier habe ich diese neuen Sticker verwendet, die ja, von Temu angekommen sind. Hier auf diesem Sticker, das könnt ihr wahrscheinlich nicht lesen, da steht: Today is a brand new day and you are a brand new you. Good luck. Und das fand ich irgendwie passend, so zum Monatsstart habe ich gedacht, kann man das irgendwie, ja, kann man das gut benutzen. Und auch so diese Blumen, die so langsam anfangen zu blühen, fand ich ganz passend für März. Genau, dann haben wir hier die nächste Doppelseite. Da habe ich mal wieder die Schablonen benutzt. Irgendwas knallt hier draußen. Hier ist, also es ist wirklich, kaum, dass ich die Kamera anmache, geht es hier draußen ab. Es ist unfassbar. Ich kann euch die Schablonen ja noch einmal zeigen. Nee, kann ich nicht, weil ich sie noch irgendwo hinweggeräumt habe, wo sie jetzt hier nicht mehr sind. Aber ich hatte die im
Oh, Schreibtischvlog im März oder Februar, glaube ich, gezeigt. Ah, irgendwo hatte ich sie euch gezeigt. Falls noch mal jemand einen Link haben will, gebt mir einfach Bescheid, dann mache ich das, schicke ich das noch mal. Genau. Und offensichtlich waren wir Pizza essen. Genau. Hier sind auch die neuen Bärensticker von Temu gleich mal zum Einsatz gekommen. Und mag ich sehr, diese Doppelseite. Ja, dann, ja, hier auch nicht so eine richtig spektakuläre Seite. Ich war seit Monaten zum ersten Mal wieder beim Inliner-Training und Spoiler, danach 4 Wochen auch wieder nicht. Weil, ja, erst war ich dann krank und dann waren Osterferien und in den Ferien ist halt kein Training. ja, von daher. Aber hey, ich war da. Genau, hier, das sieht man jetzt glaube ich nicht so gut, hatte ich diese Wolkenschablone mal ausprobiert von Temu auch, weil hier so ja ein sehr grauer, wolkenverhangener Tag war und ja, das Grau war sehr hell, was ich da benutzt habe, deswegen kommt das nur so halb rüber. Ja. Hier kommt jetzt eine Seite, die ich etwas verkackt habe. Deswegen kleben hier diese komischen Buchseitenschnipsel auf der linken Seite. Ich habe mich nämlich bei dem Wort professionelle Zahnreinigung, wo ich an dem Tag war, völlig verschätzt und es passte dann absolut nicht mehr auf die Seite und es sah nur hässlich aus und ja, dann musste ich es irgendwie überkleben. Das hat mir auch nicht gefallen. Ich wollte es dann aber auch nicht wieder abrupfen, weil ich mir sicher war, dass ich dann das Papier zerstöre und ja, habe es dann einfach hier unten nochmal, da habe ich mich nicht verschrieben, wo Forschungsprojekt steht, aber ich habe es dann einfach nochmal aufgegriffen, damit es nicht ganz so komisch aussieht. Und ja, und hier kam eine London-Gifties-Bestellung an, wie man sieht. Ja, hier haben wir Burger selber gemacht. Ich glaube, dass ich den sogar selbst gemalt habe anhand von einer Vorlage. Also ich pause hier drin immer noch sehr, sehr viel ab. Das stört mich aber gar nicht. Ich finde es halt schöner, wenn die Bilder schön aussehen, als wenn ich da irgend so was Hässliches hingekritzelt habe. Und ja, finde es eigentlich daher. Also wenn man die linke Seite ausblendet, finde ich es eigentlich schön. Hier kamen jetzt wieder mal die Buchstabenschablonen zum Einsatz. Und ja, ist jetzt eigentlich auch nicht so unspektakulär. Hier hatte ich einen sehr anstrengenden Arbeitstag. Und hier waren wir bei einer Geburtstagsfeier. Hier habe ich so ein Stempel von diesem Bären benutzt, ein Geburtstagsbär. Und ja, hier mit diesem Schriftzug Le Feu ist mir leider so ein kleiner Fauxpas passiert. Der ist gemacht mit diesen Stiften hier von Stabilo. Und ich hatte ja schon mal gesagt, irgendwann, dass ich die Anfang des Jahres schon mal verwendet hatte und dass das leider so gar nicht funktioniert hat. Also es sieht sehr schön aus auf der Seite, aber wenn wir jetzt umblättern, seht ihr hoffentlich, oder ich versuche euch das mal so einzublenden, dass ihr das seht, dass hier die Schrift und dieser Bär, das hat total durchgeblutet von der anderen Seite. Also zuerst nicht, aber als ich dann mit Aquarellfarbe gemalt habe, ist es halt total durchgekommen, die rote Schrift von der anderen Seite. Deswegen hat der Bär jetzt hier leider voll das rote Gesicht. Und ja, das ärgert mich sehr. Also ich werde diese Stabilo-Stifte nicht mehr benutzen hier drin, weil mir das einfach nicht gefällt. Oder also es hat immer irgendwie negative Konsequenzen. Ja, ansonsten habe ich hier Stempel ausgemalt mit Aquarellfarbe. Ich benutze ja immer hier das Versa Magic und tatsächlich funktioniert das gut. Ich hatte das ja in dem Schreibtischvlog schon mal gesagt. Diejenigen von euch, die das vielleicht nicht gesehen haben, wenn die Versa Magic Farben gut getrocknet sind, dann kann man die hinterher mit Aquarellfarben ausmalen. Zumindest auf diesem Hobonichi-Papier. Ich habe keine Ahnung, wie das früher war, aber ja, es geht und ich finde es sehr schön. Ja, hier war ich krank und es kam eine Kaffee-Analog-Bestellung an. Auch jetzt nicht so spektakulär. Ich denke, die Bilder sagen schon, was los war. Genau. Das hier war nicht so ein guter Tag für mich.
Ja, deswegen habe ich hier so ein bisschen versucht, mir so aufmunternde Sprüche hinzuschreiben. Das hier ist ein Stempel von Blinks of Life. Also was ich hier oben hingestempelt habe, der sagt, It's not impossible, you just haven't done it before. Und ja, hier habe ich dann auch nochmal so einen Sticker von Temu hingeklebt und da steht drauf, Some days are awful, but they always end. Ja, da brauchte ich so ein bisschen irgendwie positives Mindset. Ja, weiß ich auch nicht. Eigentlich. Oh, irgendwer rumpelt hier im Treppenhaus rum. Das ist ja nicht normal. Entschuldigung. Ja, also ich brauchte irgendwie so ein bisschen Aufmunterung für mich. Ja. Am nächsten Tag war ich dann sehr fleißig und habe meine Steuererklärung gemacht. Wie man sieht. Ja, und wir hatten dann noch mal Forschungsprojekt und ja, genau, fand hier diesen Sticker ganz passend. Der ist, glaube ich, aus einem London Gifties Tape. Ja, dann hier ein paar eher schlichtere Seiten, würde ich sagen. An dem Tag hat meine neue Kollegin angefangen und ich fand das irgendwie ganz witzig. Einfach so eine, ich kannte sie ja bis dahin noch nicht und einfach so ein Menschen mit Fragezeichen irgendwie zu malen. Hat mir ganz gut gefallen. Und ja, hier habe ich so ein paar Rub-Ons benutzt. Und da ist mir irgendwie hängen geblieben, dass an dem Tag im Radio halt kam, dass vielleicht die Klimaziele für 2030 für Deutschland doch noch erreichbar sind. Auch wenn das natürlich alles mit einem ganz großen Fragezeichen zu bewerten ist. Und ich glaube, die Politik sich das an der einen oder anderen Stelle doch auch sehr schön gerechnet hat, aber trotzdem war das ja erstmal eine positive Nachricht. Ja, genau. Deswegen wollte ich das hier gerne mit aufnehmen und ich habe es extra halt auch mit einem Fragezeichen aufgenommen. Ja, dann habe ich hier wieder ein bisschen gemalt und zwar hatten wir hier schon Aprilwetter im März, also es war regnerisch, es war strahlender Sonnenschein, es war komplett windig von jetzt auf gleich, also ja, das klassische Aprilwetter eigentlich. die Schriften habe ich hier übrigens gemacht mit diesen, ja, wie heißen sie denn? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Hier, diese Pentel Touch. Ja, und die funktionieren gut. Die kann man auch, also auch wenn auf der anderen Seite dann Aquarell passiert, dann bluten die nicht im Nachhinein durch, wie besagte andere Stifte. Ja, genau. Hier hatten wir wieder Burger gemacht, weil, ja, das liegt daran, in diesen Burgerverpackungen sind immer vier Brötchen. Und ja, die muss man dann ja in relativ kurzer Zeit aufbrauchen. Deswegen hatten wir dann nochmal Burger gemacht. Und ja, hier hatten wir auch Pizza bestellt. Das Pizzastück habe ich tatsächlich selber gemalt und bin sehr stolz darauf. Und ja, also es war ein sehr gesundes Wochenende, wie man sieht. Ja, dann haben wir hier auch wieder eine recht schlichte Seite, weil ich relativ viel zu schreiben hatte. Jetzt fliegt hier ein Hubschrauber drüber. Oh Mann, ey, das ist ja wohl nicht zu glauben. Ja, hier ist mein neuer Easterbrook-Füller angekommen. Den habe ich dann versucht, so ein bisschen zu malen. Dafür konnte ich sehr gut Moment, hier diesen neuen Farbkasten von New Stamps benutzen, weil der hier ja so verschiedene Goldtöne hat und das dann auch so schön schimmert. Also, das hat gut funktioniert. Und ja, auch hier diesen Lautsprecher habe ich auch mit den Schimmerfarben gemalt. Es war wieder ein ganz toller Bahntag. Ja, ich hätte mich nur aufregen können. Ja, also der Zug hatte dann letztendlich nur 20 Minuten Verspätung, aber zwischendurch war ich mir nicht sicher, ob er überhaupt kommt. Gut, andere Geschichte. Ich will mich jetzt nicht schon wieder über die Bahn aufregen. Ja, hier habe ich dann mal der lieben Daniela von Danamas World was abgeguckt. Die benutzt ja voll gerne irgendwelche Bäcker- und Brötchentüten in ihrem Journal. Und ja, ich habe mir an dem Tag was am Bahnhof geholt und habe das dann auch einfach mal
ja, da eingeklebt. Ganz unspektakulär. Und ansonsten war es ein recht anstrengender Tag, deswegen ist dieser Typ da unten und ja, habe ja auch recht viel geschrieben an dem Tag. Ja, am 21. März habe ich offensichtlich meine Masterarbeit angemeldet. Bei uns läuft das aber ein bisschen anders auch an der Hochschule. Also ich weiß von Hochschulen, dass dann quasi der Tag, wo man anmeldet, auch der Tag, wo man startet. Das ist bei uns nicht so. Man kann immer, also es gibt zwei Termine im Jahr, wo man halt anmelden kann. Einmal ist der 1.4. und einmal, ich glaube, der 1.10. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss dann halt bis zum 31.3. muss halt die Anmeldung eingegangen sein, dass man dann ab 1.4. offiziell starten darf. Und ja, ich mache sowas immer lieber ein paar Tage vorher. Deswegen habe ich das an dem Tag schon gemacht. Und es war gar nicht so einfach, deswegen habe ich hier unten dieses Mädel hingeklebt, was sich den Kopf zerbricht. Ja. Ja, dann gab es hier noch einen Termin mit unserer Dozentin, der ganz okay war tatsächlich. Aber ja, und ich war abends noch im Restaurant essen mit einer Freundin. Und ja, diese Seite könnte euch bekannt vorkommen. Die haben wir zum Teil zusammen gemacht. Zumindest das Kreativa-Logo. Denn ja, das war offensichtlich der Tag, wo ich auf der Kreativa war. Und ja, auch jetzt keine so wahnsinnig spannende Seite. Ja, hier an dem Tag haben wir Freunde besucht und das war so ein sehr durchwachsener Tag und ja, irgendwie hat es dann zum Nachmittag hin sehr stark angefangen zu regnen. Und irgendwer von uns ist dann auf die glorreiche Idee gekommen, ach, lass mal spazieren gehen. Und jetzt sind wir komplett im Regen mit Regenschirmen spazieren gegangen und das war eigentlich so ein ganz passendes Bild. Deswegen habe ich diesen Stempelabdruck dahin gemacht. Ja, das ist dieser Stempel. Und ja, wir waren auf jeden Fall hinterher klatschnass, trotz Regenschirm. Ja, aber es war auch irgendwie witzig. Naja. Ja, dann am nächsten Tag hatte mein Fahrrad einen Plattenreifen. Das stand ein paar Tage am Bahnhof und ja, ich weiß jetzt nicht, woran es genau liegt, dass der Reifen platt war. Aber ist auch egal. Er wurde neu gemacht und ich kann jetzt wieder fahren. Ja, dann haben wir abends noch einen Spaziergang gemacht und dabei ist uns ein junger Rehbock begegnet. Und ja, der war tatsächlich recht zutraulich. Also er ist sehr nah an uns rangekommen und war eher so neugierig. Und ja, den wollte ich dann natürlich hier auch mit festhalten. Ja, dann habe ich hier das Ergebnis von meiner Hausarbeit bekommen, wie ihr sehen könnt. Und ja, darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich denke, das darf man dann auch so sagen. Ja, leider habe ich mich hier mit dem Platz etwas verschätzt. Also das T hat nicht mehr drauf gepasst, aber naja, ist auch nicht so schlimm. Ja, dann hatte hier jemand Geburtstag. Da wollte ich euch einmal zeigen. Es rumpelt. Sorry. Hier, diese Clear Stamps, die ich auf der Kreativa-Messe gekauft habe, habe ich dafür benutzt und auch wieder mit dem gleichen Prinzip, also Versa Magic gestempelt und dann mit Aquarellfarbe ausgemalt, dass es schön bunt aussieht und ja, gefällt mir auch sehr gut die Seite. Ja, dann war hier so ein Tag, wo ich nicht wusste, was ich hinmachen soll, weil das irgendwie ein recht unspektakulärer Tag war und auch da habe ich bei Instagram ein Reel gefunden, wo mir das eine Anleitung, wie man diese Vögel malt, vorgeschlagen wurde. Und dann habe ich ja diese Vögel gemalt, weil ich die einfach sehr süß finde und irgendwie ja, passt ja auch zum Frühling, so kuschelnde Vögel. Ja, dann war hier Karfreitag, habe ich eine Osterglocke hingeklebt und einen Hasen gestempelt und ja, auch das war jetzt nicht so sonderlich spektakulär. Ja, und jetzt kommen wir schon zu den letzten beiden Seiten. Hier war dann ja, Ostersamstag sozusagen, auch wenn es nicht offiziell ist. Da haben wir Freunde besucht und ja, war dann ganz schön. Und hier Ostersonntag
waren wir dann mit der Family sozusagen unterwegs. Und da gab es diese Servietten mit dem Hasen und die habe ich dann, ja, vom Tisch quasi mitgehen lassen. Also schon war es jetzt nicht, aber fand die halt ganz schön hier einzukleben. Tatsächlich habe ich einfach die oberste Schicht abgezogen und es mit einem, hier mit so einem Uhu-Klebestift festgeklebt. Das ging ganz gut. Man muss ein bisschen aufpassen, aber ich wollte jetzt hier drin nicht mit Flüssigkleber rummatschen, weil ich glaube, das funktioniert vielleicht nicht so gut. Und ja, weil es hier oben dann noch so leer war, habe ich da einfach nochmal diese Blumen aufgegriffen. Und ja, dadurch passt das jetzt alles auch ganz gut zusammen. Und ja, danach folgt hier der April. Deswegen sind wir jetzt tatsächlich am Ende von diesem Video angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, das war der März in meinem Hobonichi. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.